Okay, fangen wir an. Ja. Ich glaube, das geht. Wir haben alles außer irgendwelche Sachen zum Casten. Okay. Wenn wir irgendein Basic ziehen, also ein Schnee-Basic, dann können wir Turn 4 den Shinobi spielen. Und wenn wir irgendwas anderes ziehen außer Forests, können wir es casten. Ich glaube, die Hand ist gut genug. Ah ja, fantastisch. Wir wollen auf jeden Fall einen Swamp. Snow-covered Swamp. Oh, okay. Dieses Mühlen-Matchup ist wahrscheinlich nicht das allerbeste. So, jetzt habe ich Schwarz dafür genommen. Wir wollen aber Rot benutzen. Kann sein, dass unser Gegner im Draft ist und er jetzt Exclude hat. Ja. Ah, oh, okay, gut. Gut, gut, gut. Eine Menge Krabben. Kommt jetzt Schnee, Island und Winter's Rest. Das wäre natürlich fatal. Don't do it. Okay. Na dann, greifen wir mal an. Choking Tethers könnt ihr den tappen. Wenn unser Gegner blockt, wären wir natürlich auch super happy. Okay. Das ist beides nicht gut. Ja, wir spielen auf jeden Fall den Forest. Und das bringt nichts, weil das Schneekreaturen sind. Wir haben 1, 2, 3, 4, 6 Mana. Also können wir Talisman spielen und Mob. Wir haben noch 18 Karten. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Sonst kommen wir nirgendwo hin. Wahrscheinlich werden wir. Ich weiß nicht, haben wir Regrow im Sideboard? Nee. Wir haben auch nichts wirklich im Sideboard. Okay, das tappt, das ist nicht so gut. Wir könnten noch Yagmoth ziehen. Das wäre doch was. Trinket Mage. Tribute Mage. Haben wir den Mastercondor? Ja, okay. Blau. Und ist egal. Der Mastikor kann theoretisch auf den Catrix schießen. Das kostet nur ein bisschen. Den. Und machen das. Und das. Treefolk ist natürlich auch riesig. Geht dann nur Snow Permanence. Okay, der ist nicht so schlimm. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mana. Ugh.
Die würden wir gern revealen. Okay. Frozen Tusker. Ich sehe nicht so wirklich, wie wir hier durchkommen. 15 Leben. Könnt den abschießen. Ja, es muss wahrscheinlich so sein. Der Rest bringt nicht so viel. Könnten angreifen und den abschließen. Aber wir haben auch nichts mehr, was... Ja, wir haben Yawgmoth. Und Yawgmoth könnte zumindest sowas machen. Okay. Yawgmoth könnte zumindest die Cantrics zerstören. Oh, das Problem ist an Yawgmoth auch, man zieht eine Karte, ne? Tough. Oh Gott. Ja. Das Matchup ist wahrscheinlich nicht der Kammer. Und noch so ein Ding. Alright. Also, was können wir machen? Wir können Prohibit boarden. Und das hier? Einfach um schneller zu sein. Aber wir können das boarden. Okay. Was wollen wir denn nicht? Wir wollen Rain auf jeden Fall nicht. Und... Pyrophobia sah mir ein bisschen dünn aus. Und dann boarden wir einfach die beiden. Alright. Das kann ich sehen. So, fangen wir an. Ja. Awkward. Nee. Sure. Okay, wir Forest. Wenn wir noch ein Land ziehen, haben wir eine sehr gute Kurve von den Elchen. Dann können wir Elch, Cultivator. Ja. Ohne Land hätten wir wahrscheinlich ein toughes Spiel gehabt. Also dann wäre es wahrscheinlich zu langsam gewesen. Jetzt könnte sein, dass es nicht zu langsam ist. Aber vielleicht auch doch. Mühlen geht doch relativ schnell. Wow. Ja. Kann sich sehen lassen. Das heißt, wir haben jetzt noch 4 Züge Maximum. Jetzt auf 16 Karten. Wenn unser Gegner 3 Karten spielt, sind wir bei 12. Das heißt, wir haben noch 5 Karten. Oh, Winterstress ist natürlich tough. Guys and girls, das sieht nicht gut aus. Okay. My friend, du machst es auf jeden Fall richtig. Acht Karten. Ja. Wir können nicht angreifen. Wir können... Ich sehe es noch nicht, aber vielleicht hat ja unser Gegner nichts mehr. Alright, GG.
GG. Okay, kurz und knackig. Das ist natürlich so ein bisschen das Format, ne? Wenn man ein schlechteres Matchup bekommt, so diese Decks gegen Kendricks ohne Removal, schafft man halt nicht so gut. Aber okay, vielen Dank fürs Zuschauen.